Hallo, ich wollte euch heute von einer Wette erzählen, die ich verloren habe. Und zwar, da war ich noch relativ jung. Ihr wisst vielleicht, die Fastenzeit dauert 40 Tage oder 7 Wochen. Ja, hat jemand gesagt, das wären 7 Wochen. Und da habe ich gesagt, nee, 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 nee. Rechne doch mal nach. 7 mal 7 sind 49. Auch wenn die erste Woche nicht ganz ist, der Montag, der Rosenmontag und der Dienstag danach fällt weg. 6 mal 7 sind 42. 42 minus 2, das sind 40. Das sind 40 Tage, also können es nur 6 Wochen sein. Von Rosenmontag bis Ostern. Dann haben wir nachgeguckt im Kalender. Und dann musste ich feststellen, es sind 7 Wochen. Und danach haben wir versucht herauszufinden, warum das so ist. Und es ist tatsächlich so, dass man am Sonntag nicht fasten soll. Und das haben wir dann herausgefunden. Und darum sind es 7 Wochen. Weil wenn man am Sonntag nicht fastet, dann hat die Woche nur noch 6 Tage. Dann ist es 6 mal 7 Wochen sind 42 minus den Rosenmontag und minus den Dienstag danach. Ich glaube, Veilchendienstag heißt der. Ich bin da nicht so ganz in der Materie drin. Und dann kommt man da drauf, das sind 40 Tage. Und warum soll man am Sonntag nicht fasten? Der heilige Sonntag ist dem Gottesdienst geweiht und deswegen wäre es nicht angemessen zu fasten. Gott fände das nicht angemessen, wenn wir am Sonntag den Gottesdienst begehen und fasten, sondern wir sollen gestärkt in den Gottesdienst gehen. Und darum werden die Sonntage nicht mitgezählt, weil wir an den Sonntagen nicht fasten sollen. So, schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr das schon wusstet oder ob das für euch auch ganz neu ist. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.